Ach, Sam wird es lieben. Sam liebt neue Erfahrungen. Es ist eine Möglichkeit für ihn, sich mit Mathematik-Hausaufgaben zu beschäftigen. Angesichts der Komplexität und der Sicherheitsimplikationen empfehle ich, die Gleichungen direkt an den Sam-Kern zu übertragen. Ich habe sie für Sie auf einer optischen Speicherdisk. Mal sehen, ob ich Zeit habe. Danke, Pathfinder. Und danken Sie bitte auch Sam. Okay. Jetzt muss ich dem... Jetzt muss ich da auch noch... Moment. Was sind denn diese anderen zusätzliche Aufgaben? Kettgeräte zerstören. Rückermanifeste. Razzia bei den Ixilanten. Gefundene medizinische Vorräte. Verstärkung des Signals. Da, defekte Kabel. Machen wir das mal. Dann gehen wir noch zum Sam-Kern. Wo komme ich hier raus? Wie komme ich raus? Oh! Orte der Energieausfälle. Hier. Ich bin Jean Garth, Gründerin der Initiative. Ich heiße Sie im Namen der Nexus im Kulturzentrum willkommen. Bitte sehen Sie sich ruhig um. Garson. Führe Scan zur genauen Bestimmung der Schadensursache. Kulturellen Austausch. Sie können sich gerne umsehen. Ich bin a little bit verwirrt. Ort der Stromausfälle. Ich bin auf jeden Fall... Warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Da wo... Und dafür bin ich in die Schule gegangen. Danke für nichts, Ausbildung. Gibt's hier irgendwo? Naja. Dann gehen wir mal ins Labor. Again, zumindest. So, Inkubator statt funktionsfähig, aber suboptimal. Es handelt sich um einen Standard-Labor-Inkubator der Nexus. Schäden an der Basis haben die Verkabelung freigelegt, was zu Energieschwankungen geführt hat. Sam? Sam ist gerade nicht für Sie zu erreichen. Versuchen Sie es nochmal unter einem anderen Zeitpunkt. So. Da rein. Schubidubidu. Schubidubidu. Oh Gott. Ich ahne Schlimmes, liebe Freunde. Ich ahne Schlimmes. Zack, zack, zack. Oh Gott. Es tut mir leid, Lerner. Das war ein Tier? Bestätige. Ich kann es verfolgen. War ein Tier? Wieso haben wir denn Tiere hier auf der Station? So eine Maus ist mitgekommen. Oder ein Marder. Ich mache mir Sorgen um die Nexus, wenn euch die Cat finden. Was ist... Die Station. Das ist alles, was wir hier tun können. Sorg du einfach dafür, dass dem... Miniaturpalat, gezähmter Palat. Kam wahrscheinlich in einem Shuttle von Eos an Bord der Nexus. Anscheinend baut er sich aus weggeworfenen mechanischen Teilen ein Nest. Er stellt keine Bedrohung dar. Alter. Pathfinder, ich glaube, Sie haben den Verursacher der Energieausfälle gefunden. Einfangen. Verständige Professor Herrick. Er soll herkommen und das Ding einfangen. Holy moly. Läuft hier einfach mal so eine richtig dicke Zecke rum. Leck mich die Bretter, ey. So, jetzt müssen wir nochmal
zum Sam-Kern, initiieren diese Codes. Habitationsdeck. So, da muss ich hin. Ja. Bei einer Expedition nach Eos im Pythias-System wurde eine geheimnisvolle Anlage entdeckt, die von den Behörden als Gewölbe bezeichnet wird. Obwohl bislang nur wenig über dieses unterirdische Bauwerk bekannt ist, geht man davon aus, dass es von den Relikten stammt. Die renommierte Asari-Wissenschaftlerin Felisaria Bissay, sie hören HNS, ihren Nachrichtensender in Gewölbe aktiviert haben, unabhängige Abteilung der Das war HNS. Waren Sie jemals gefangen und hatten keine andere Gesellschaft als Ihre eigenen Gedanken? Das ist entsetzlich. Ich empfinde keine psychologischen Qualen, wie Sie sie beschreiben. Empfinden Sie überhaupt etwas? Nein. Und es fasziniert mich, dass Sie es tun. Sie finden mich faszinierend? Willkommen zurück, Ryder. Ich habe Gleichungen für dich, mein Friend. Dr. Aradana aus dem Tech-Labor hat ein paar Gleichungen gesendet, die du lösen sollst. Ich bin bereit. Übertragung läuft. Viel Spaß damit. Hey, was zum... Sam? Chartcode entdeckt. Bitte warten. Sam? Versuche, Chartcode zu deaktivieren. Bitte warten. Kann ich irgendwas tun? Sam? Ist das eine weitere Fehlfunktion oder... Sam? Hallo? Versuchst du mir irgendwas zu zeigen? Okay, ich glaube, ich hab... Sam, rede mit mir! Hallo Pathfinder. Bitte initialisieren Sie die Konsole, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Alter Schwede! Sam, was ist passiert? Die Gleichungen enthielten einen Trojaner. Ein Virus. Mit dem direkten Ziel, unsere Verbindung zu trennen und mich hilflos zu machen. Eine Wiederherstellung der Verbindung wäre nicht möglich gewesen. Oh, Gottes Willen. Hat das wehgetan? Wie fühlst du dich? Bist du okay? Ich habe kein Schmerzempfinden. Aber ich möchte die Erfahrung nicht noch einmal machen. Und das ist ja auch der Zweck von Schmerzen bei organischen Lebewesen. Entriegle die Tür. Wir müssen ins Tech-Labor. Mal sehen, was Dr. Aradana dazu sagt. Zur Rede stellen. Das finde ich jetzt aber nicht geil. Wollte mich ja eiskalt ins Messer werfen. Die war ja auch diejenige, die mich direkt dahin geschickt hat. Wo war die jetzt nochmal? Bei der Andockbucht, bei der Andockbucht. Die Nexus erhält eine Bar. Trotz vereinzelter Proteste betrachten die meisten das Vortex als zivilisierte Möglichkeit, sich bei einem Drink von der Stase zu erholen. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ich red mal mit dem einen Typen. Ich hab sein Problem entschlüsselt. My friend, dein Problem ist gelöst. Und dafür bin ich in die Schule gegangen. Danke für nichts, Ausbildung. Hallo? J. Ist sie jetzt schon fertig? Nein. Habe ich das jetzt wirklich alles fertig? Nee, warte, nicht das Codex. Helios-Aufgaben, Nexus. Also machen wir das, komm. Dann machen wir das. Tja. So. Können wir damit beginnen, eine Impfstoffbank aufzubauen? Es ist diese Geist. Willkommen, Pathfinder. Hat Sam die Gleichungen gelöst, die ich gesendet habe? Gelöst?
Sie hätten fast den Sam-Kern zum Absturz gebracht. Die Gleichungen enthielten ein Virus, das auf die Beschädigung künstlicher Intelligenzen ausgelegt war. Glauben Sie, ich? Niemals! Ich verabscheue Gewalt gegen jede Art von Leben, organisch oder synthetisch. Wie konnte das dann geschehen? Wie ist das Virus dann in Ihre Gleichungen gelangt? Vielleicht wurden meine Dateien verändert oder ersetzt. Aber warum? Ich bin in letzter Zeit häufig auf diese Nieder-mit-KI-Stimmung gestoßen. Graffiti, Beschwerden bei Tern. Vielleicht ist jemand den nächsten Schritt gegangen. Wo ist das Problem mit KI? Warum sollte jemand künstliche Intelligenz hassen? Synthetisches Leben hat andere Bedürfnisse und Motivationen. Es kann geheimnisvoll sein. Und mächtig. Viele fürchten, was sie nicht verstehen. Was zum Teufel? Nieder mit KI, das ist dumm. Wenn diesen Leuten nichts Besseres als Graffiti einfällt, würde ihnen ein wenig künstliche Intelligenz vielleicht ganz gut tun. Ganze Spezies wurden von der KI, die sie erschaffen haben, ins Exil getrieben, Champ. Sowas hinterlässt Spuren. Trotzdem ist der Angriff auf Sam dreist. Ob es wohl vorher schon ähnliche Vorkommnisse gegeben hat? Der VI-Kiosk wurde heute Morgen zerstört. Ich kann mich ja mal umsehen. Der VI-Kiosk. Da. Wir müssen runter. Warte mal, da ist aber noch was. Was haben wir denn hier? Hier drin? PB's Apartment. Ich mach auf. Kommen Sie rein. Oh. Die hat sich so ein Ding angeschafft? Na holla die Waldfee. Tada! Mein Projekt. Sie ist fertig. Sie? Er, sie. Ist doch egal. Er ist nur ein Proof of Concept. Ich habe die Relikt-Eingabeaufforderungen entfernt, um rauszufinden, ob ich ihn selbst aktivieren kann. Es hat funktioniert. Jetzt kann ich ein Einsatzmodell mit Kampfprotokollen bauen, das für sie kämpft. Und? Hm? Was denken Sie? Er ist fantastisch. Sie haben sich selbst übertroffen, Pebi. Suvi und Gil sollen ihn unter die Lupe nehmen und danach ziehen sie das Kampfmodell für mich vor. Ich hatte gehofft, dass sie sich darüber freuen. Oh nein, ich habe vergessen, die Tür... Scheiße. Sieh an, Belisaria. Ich wusste nicht, dass du dieses Loch immer noch nutzt. Und wer ist das da? Kalinda, das ist Ryder. Oh, jeder weiß, wer der menschliche Pathfinder ist. Ich meinte deinen Reliktfreund. Das geht dich nichts an, Kalinda. Natürlich nicht. Und genau das macht es ja so interessant. Sei doch nicht so feindselig, Süße. Ihre Feindseligkeit ist nachvollziehbar. Seien Sie nicht so herablassend, Süße. Das hier ist Pibis Reich und Sie haben hier nichts zu suchen. Ich finde, da ist ein bisschen Feindseligkeit durchaus gerechtfertigt. Aber... Ich war einfach besorgt, meiner lieben alten Freundin könnte etwas zugestoßen sein. Tut mir leid, dass ich hier einfach so reingeplatzt bin, Belisaria. Aber es freut mich zu sehen, dass du nach vorne blickst. Bis dann. Ich begleite sie nach draußen. Also, wollen Sie darüber reden? Ach, Kalinda und ich kennen uns schon ewig. Wir haben uns gemeinsam der Initiative angeschlossen und waren lange wie eine Familie. Jetzt aber nicht mehr. Wenn man 1000 Jahre lebt, kommen und gehen die Leute, Ryder. Es ist dumm, sich an jemanden zu binden. Oder an einen Ort. Es wird Zeit, zusammenzupacken. Hier hält mich nichts mehr. Sie wollen diesen Palast aufgeben? Viel geben sie ja ohnehin nicht auf. Ich mach das mal so ein bisschen zynisch. Sie wollen das alles hier einfach so aufgeben? Ha! Und ob! Heute hier, morgen da. Pibis Forschung hat die Kraft, Relikt
Ach, ich hasse diese römischen Zahlen. 4 war das, glaube ich, freigeschaltet. Ryder kann damit Zap herbeirufen, einen steuerbaren Reliktbeobachter. Sie finden diese Kraft auf dem Tech-Fähigkeiten-Bildschirm. Oh, wie cool. Ich bin ja sowieso voll auf Tech. Ich packe mein neues Haustier und alles Wichtige ein. Wir sehen uns dann auf der Tempest. Cool, dann kann ich das gegen die Angriffszone... nicht falsch verstehen, die Angriffszone ist cool. Aber das ist ja nochmal so ein Tacken besser, würde ich fast sagen. Schubidubidubidubidu. Schubidubidubidubidu. Ich hab dein Problem gelöst, mein Freund. War ein Krabbelvieh, sah aus wie eine Zecke. So. Aviana also. Orte Pathfinder Ryder. Hallo, verzeihen Sie das Bildungsprogramm. Ich habe Aviana gehackt, um eine Sockenpuppe zu haben. Unser Virus hat sie also befreit. Hoffentlich geht es Ihnen ohne KI im Kopf jetzt besser. Sie wollten mir helfen? Sie haben das Virus geschickt, um mich zu befreien? Von Sam? Nicht nur ich, unsere Bewegung. Wie konnten Sie nicht leiden lassen mit diesem Ding in Ihrem Gehirn? Pathfinder, die wissen möglicherweise nicht, dass Ihr Virus gescheitert ist. Wenn Sie vorgeben, dass es funktioniert hat, gewinnen Sie vielleicht Ihr Vertrauen. Hallo, Ryder. Kein Sam, mir geht's blendend. Ja, ich kann gar nicht glauben, dass ich frei bin. Danke. Dafür gibt es unsere Bewegung, um Menschen wie Ihnen zu helfen. Knight sagt, das Verschmelzen von Mensch und KI ist eine Bedrohung für jedes Leben. Und sie weiß Bescheid, das können Sie mir glauben. Oh, Knight ist unsere Gründerin. Ohne sie gäbe es das Virus gar nicht. Okay. Kann ich denn diese coole Knight kennenlernen? Ich würde Knight gerne persönlich danken. Ich frage Sie. Vielleicht führt sie Sie sogar durch unsere Zuflucht. Großartig. Danke. Ich kann nichts versprechen. Aber achten Sie auf Ihre E-Mails. Wiedersehen. Eine ganze Bewegung von Hackern, die KIs hassen, mit einer Anführerin namens Knight. Sie und Ihre Anhänger scheinen Erfahrung mit der Mensch-KI-Partnerschaft zu haben. Wenn sie dich angreifen, sind sie zu allem fähig. Ich überprüfe meine E-Mails. Wir müssen sie finden. Auf eine E-Mail von Knight warten. So. Ich würde sagen, wir können zurück auf die Tempest. Ich meine, wir waren ja jetzt schon eine gute Stunde auf der Nexus und sind einfach nur von A nach B querbeet gerannt. Ich meine, wir waren aber auch schon lange nicht mehr auf der Nexus, ja? Wir hatten einiges nachzuholen, aber es hat sich, denke ich mir mal, gelohnt. Ich würde es zumindest nicht abstreiten. Und vor allen Dingen haben wir neue Waffen. Waffen und unser Fahrzeug ist aufgebessert worden. So, dann gucken wir jetzt gleich mal auf unsere E-Mails. In die Galaxiekarte. Wow. Oh, das hat aber gerade geruckelt. E-Mail-Terminal. So. So. An Ryder von Liam. Ich bin stolz auf Haval. Sicher, es wäre cool gewesen, dort zu leben. Ein Pterodactylus mehr und der Planet wäre ein Jurassic-Jahrmarkt. Aber was wir für die Angara getan haben, wird viel dazu beitragen, dass wir gute Nachbarn werden. Und das brauchen wir. Vor allem, weil die Geißel die Nachbarschaft stark einschränkt. Unsere Sicherheitsleute lernen von den Einheimischen möglichst viel über die lokale Fauna. Außenposten oder nicht, Haval ist eine Hilfe. Costa. Liam hat eine Liste von Medien beigefügt, die sich mit dem Thema Gemeinschaft beschäftigen. Dabei sind 100 Jahre alte Situationskomödien und Dokus über Forschungspartnerschaften und ein Musical über eine menschenfressende Pflanze. Ein Musical? Bitte suchen Sie weiter. An Ryder von Nitola Tillian. Sie kennen mich nicht, aber es heißt, Sie suchen nach unserer Arche. Der Louisiana. Louisinia. Entschuldigung, Louisinia. Ist das wahr?
Die Führung der Nexus ist so sehr mit der Station beschäftigt, dass die Arche einfach von allen vergessen wurde. Bitte geben Sie nicht auf. Meine Pflegeschwestern waren auf der Leusinia. Ich halte jeden Tag nach ihnen Ausschau. Wenn sie wirklich da draußen sind und nicht im Orkusnebel verloren, dann bringen Sie sie bitte nach Hause. Ich bete für sie. Und für die, die ich liebe. NTL. Danke, Pathfinder. Pathfinder, vielen Dank, dass Sie Amurth geholfen haben, herauszufinden, was aus seiner Schwester Amara geworden ist.